Hallo und willkommen zu meinem neuen Projekt Maestro Musik aus der Tiefe. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die Frau, wie hieß die, Schulz oder so? Die hatte so einen typisch deutschen Namen gehabt. Ist ja geflohen beim letzten Mal, mal wieder. Und ich frage mich, ob das der Gartenzwerg ist, den wir auch beim letzten Mal hatten. Na okay, mal gucken. Der größer als der letzte Maestro werden wollte. So, werden sehr langsam aufgeladen. Aktive Bereiche werden nicht markiert. Hinweise zu Gegenständen sind deaktiviert. Weil sonst redet der doch nicht, oder? Machen wir mal so. It was an ordinary day at an exceptional place in Vienna. The finest music school in all of Austria. The students played. And then, suddenly... horrific violin music disrupted their harmony, striking fear into every listener's heart. And then the students vanished. The music stopped. I recognize you. You must be the detective. I'm glad they called in an expert, as what's happened at the Music Academy is well beyond my capacities as a security guard. Du siehst nicht aus wie ein Security Guard. Two very gifted musicians and their teacher, a Mr. Bigler, were found knocked out. Ich dachte, die sind verschwunden. Also, nimm den Gehstock mit. Herr Bigler lädt begabte Studenten zu Privatstunden am Wiener Konservatorium ein. Das ist ja schön für ihn. Hier noch irgendwas? Nein. Das können wir nicht mitnehmen. Was für ein schönes Motto. Wo das Leben Musik und die Musik Leben ist. Achso. Was ist das denn? Klaviertasten, aber eine fehlt. Ja, das ist hier. Was das da ist, weiß ich noch nicht. Ein Abflussgitter, natürlich. Wir haben den Stock sogar behalten. So gut. Ah. Ja, wir haben ein Buch. Dann gehen wir mal weiter. Mystische Musik ruft Schrecken hervor. In der Stadt haben sich seltsame Dinge ereignet. Die Stadtbewohner sind verängstigt. Gerüchte über lebendige Tote und schnell alternde Menschen machen die Runde. Außerdem sollen Schatten aus dem Nichts Menschen angegriffen haben. Zeugenaussagen zufolge ertönte kurz vor dem Angriff eine Melodie. Man vermutet, sie könnte etwas mit den schrecklichen Ereignissen zu tun haben. Viele Einwohner verlassen nun die Stadt. Was ist das? Eine Katzenkachel. Ja. Der Harz ist wirklich klebrig. Wie kann ich bloß etwas davon mitnehmen? Ich kann mich an einer so renommierten Schule nicht mit schmutzigen Handschuhen sehen lassen. Hier muss doch irgendwo ein Gartengerät liegen. Ich hätte auch einfach die Handschuhe ausziehen können, das zur Seite schieben und die Handschuhe wieder anziehen können, oder? Sehe ich das falsch? Eine Briefkastenfahne. Help! It's the shadows! They're taking over! A madman showed up and played the music of Void. Now we're all in danger. Find the great maestro's violin and play it. That's the only thing that'll scare the shadows away. Mhm. So etwas habe ich noch nie gesehen. Doch im letzten Teil, mein Schatz. Was laberst du denn? Anscheinend ist sich der Professor nicht zu schade, eine Tasche mit verrosteten Verschlüssen zu tragen.
Diese Krähen verteidigen mit aller Macht ihr Gebiet. Sie lassen mich nicht näher kommen. Ich kann sie nicht mit dem Stock schlagen. Huch. Klicke auf die Gegenstände im Diorama, sie in Gang zu setzen. Was? Wenn du die Szene abgeschlossen hast, öffnet sich das Tor. Interessant gemacht, aber irgendwie ein bisschen strange. Okay, hier kommt erstmal die Briefkastenfahne ran. Was für ein ungewöhnliches Schloss, sieht aus wie ein Adler. Ich brauche etwas Bestimmtes, um den Malkoffer zu öffnen. Was ist das denn? Jemand hat den Ellenbogen der Statue abgebrochen, was super schwer ist. Also so ein Teil da einfach so rauszubrechen, ist echt schwierig. Ah, okay, wir haben uns weiterentwickelt. Wir schreiben jetzt nicht mehr hin, was es ist, sondern wir malen die Dings da so hin, der Köcher. Mit dem Köcher fangen wir die Libelle. Den Stock brauchen wir. Sieht aus wie Trommelstäbe. Was ist das da? Das da ist doch so ein Klöppel, oder nicht? Scheint nicht. Ach, das ist ein Hebel. Ich brauche aber noch einen zweiten. Stock? Okay, wir haben eine Schere. Ich habe eine Schere. Was mache ich denn mit einer Schere? Ach, da, hier fehlt ein Knopf. Da, ein Knopf. Ein Ventil. Ich finde mal wieder Zeug, wo ich keine Ahnung habe, wofür ich es brauche. Ein Traum. Eine Brosche. Kommt hier die Brosche vielleicht rein? Ja.
Für Helga, dein François. Ein Mann namens François hat Helga diesen Malkoffer geschenkt. Super. Wir haben einen Pinsel. Wofür? Die Krähen können wir damit nicht beeindrucken. Vielleicht hier mit dem Pinsel? Jetzt habe ich was Klebriges. Mit dem Stock vielleicht? Nein. Ich habe was Klebriges. Hier war fertig, ne? Ich habe was Klebriges. Ah, ein Rechen. Was ist das denn? Ach, das ist der Ellbogen. Da. Achso, das Wasser läuft noch durch die Ritze. Ich muss es abdichten. Alter, guck dir die Augen an! Voll creepy! Ah, jetzt habe ich die wundervolle Geige des Maestro. Oh, Mist, Entschuldigung. Streichholzschachtel. Schraubenzieher. Ich könnte die Blätter in Brand setzen. Ach, das ist Asche. Die Gießkanne. Das kann ich vielleicht abschrauben? Ja. So muss es aussehen, schätze ich jetzt. Achso, vielleicht Asche als Dünger und gießen? Ach, ich dachte die ganze Zeit, das ist ein Stern. Blütenteil.